Aufgabe uns gesetzt, was für Musiker zu tun, die noch keine eigene Bühne haben. Sprich, die eigene Musik machen, haben sie keine Chance, bei den Kneipen oder so anzukommen, weil die Frage kommt, ja, was macht ihr für Musik? Dann kannst du nicht sagen, ja, wir machen Beatles oder AC/DC, dann weiß der Wirt sofort, oh ja, da kommen die und die Leute. Und weil das so schwierig ist, sind wir hier und haben hier eine Bühne für diejenigen, die sagen, ich möchte ein bisschen hier bekannt machen, ich möchte Bühnenerfahrung sammeln, ich bin hier mit eigenen Stücken und ihr als Publikum, lasst euch überraschen, es gibt ein riesen reichhaltiges Programm. Was ist jetzt passiert? Oh nein. Zum Beispiel, Überraschung ist, dass ich jetzt einfach What? Das Mischpult. Ja. Was zur Hölle? Die liebe Göttin der Natur hat mir eine etwas kräftige Stimme gegeben. Von daher, ja, wer mich nicht hören kann, möge bitte sein Hörgerät etwas lauter stellen. Wir machen heute ein akustisches Set. Ich dachte schon, wir müssen den Soundcheck jetzt machen. Und mit unserer Art und Weise, dass wir Musiker fördern, bieten wir aber auch allen Leuten, die Musiker werden wollen oder die sich interessieren, Workshops an. Und jemanden, der auf einen Workshop mal aufmerksam machen will, haben wir hier. Und zu zeigen, was für eine kulturelle Vielfalt wir hier alle bieten, herzlich willkommen, Ubasong Sanogo. Auf westafrikanischen Instrumenten, die er kurz vorstellt. Und es wird einen Workshop dazu geben, doch ich bin nicht so kompetent wie unser Dubi. Dubi, bitte.